trauma. Overseas. Okavango, die nächste Lodge. Willkommen in der Okavanga Lodge. Die nächste Lodge, Serenity am Viktoriasee. Aber davor gehen wir frühstücken. Willkommen in der Serenity. Serenity, die nächste Lodge. Bis jetzt die größte Lodge auf dieser Reise. Ha!
Am herauffolgenden Tag gehen wir an den Viktoriasee. Boot fahren. Ein Guide zeigt uns einen Teil des Viktoriasees. Der Viktoriasee, größer als die Schweiz, mit seinen 69.000 Quadratkilometern der größte in Afrika und der zweitgrößte auf der ganzen Welt. Als ich den See zuerst gesehen habe, habe ich gemeint, das wäre das Meer. Nach der Kanufahrt gehen wir mitten in einem Fischerdorf entlang zu einer Schule. Im Fischerdorf kommen viele Kinder und möchten uns immer an die Hand nehmen. Die Schule startete 2009 mit damals noch 13 Kindern. Inzwischen sind es über 300 Kinder. Wir verabschieden uns und fahren anschließend ins Kisuga Camp. Am nächsten Tag fahren wir aus dem Serengeti Nationalpark heraus in das Shangri-La Gasthaus in Karatu. Weiter geht's in das Tarangire River Camp. Willkommen im Tarangire River Camp. Und am herauffolgenden Tag in den letzten Nationalpark unserer Reise. Der Tarangire Nationalpark.